Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Tutorial-Video von VoiceOver IP to GSM. Es ist das zweite Zusatzvideo zur Miko PBX und zwar es geht um die Caller-ID bei den neueren Versionen von der Miko, die ja bereits auf PJ-SIP basiert, was ja auch bei Asterisk halt jetzt so langsam einschleicht. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt einfach mal eine fast leere Anlage genommen, wo einfach nur ein User angelegt ist. Und jetzt geht es also darum, ich möchte also am Ende, wenn ich hier einen SIP-Trunk zum Beispiel mit Voice over IP to GSM verbunden habe, habe hier auf der Seite 5 Extensions, 5 Telefone im Haus stehen und möchte jeden der Telefone eine eigene Identität zuweisen, also sprich eine eigene Caller-ID setzen von hier aus. Das ist mit Chips an, mit normalen SIP ganz einfach gewesen. Da gab es da gar keine Probleme, denn das Protokoll war sehr einfach strukturiert. Dann hat man sich jemand überlegt, man kann es auch komplizierter machen, hat PJ-SIP eingeführt. Ich möchte gerne wissen, wer tatsächlich die Vorteile davon schon bereits nutzt oder ab 2028 dann vielleicht nutzen wird. Egal, auf jeden Fall es sind dann ein paar Sachen dazugekommen, die es nicht mehr so einfach machen, dass die Caller-ID gesetzt wird. Das liegt schon daran, dass dieser From-Header, wie gesagt, bis anders fungiert und die einzige Lösung, was jetzt viele gerade gemacht hatten, auch andere Provider habe ich gesehen, ist halt, dass die Rufnummer als Username eingeführt wurde und ich übergebe also die Rufnummer, die dann auch meine Caller-ID ist und ähnliches. Aber das wollen wir alles ja gar nicht. Wir wollen ja ein bisschen flexibel sein. Wollen ja Caller-IDs setzen, wie auch immer. Es gab in dem ersten Video ja schon den Hinweis darauf, dass die Caller-ID über die Extension gesetzt wird, und zwar über die zusätzlichen Attribute. Und daran hat sich auch nichts geändert. Es ist nur ein kleiner abweichender Syntax. So, ich mache jetzt mal diese Extension auf. Das war jetzt meine Extension auf der 210. Das sind die ganz normalen Daten. Es ist passiert Folgendes. Wenn ich hier den Benutzernamen stehen habe, Alexander Maidorf, und dann die Nebenstelle 210, dann baut mir daraus die Miko im Prinzip schon die From-Header bzw. eben die Caller-ID, und die würde jetzt so aussehen, die jetzt praktisch gesendet wird. Das wäre jetzt momentan das, was gesendet wird. Damit können wir natürlich auf der Anlage nichts anfangen. Also zumindest, wenn es zu uns ankommt, sagen wir, dieser Teil da vorne, wo wir eine schöne Rufnummer erwarten, das ist nur Kauderwelsch und damit können wir nichts machen. Also blenden wir ein, private Nummer oder anonym. Was wir benötigen, ist ein bisschen das Ganze formschöner, nämlich so. Das wäre eine ideale Sache. Eine Vorwahl, eine entsprechende Rufnummer und dann meine interne Extension. Die stört uns nicht. Wichtig ist, dass irgendwo die Rufnummer in der ganzen Sache mit drin steckt. Das wäre also eine vernünftige Caller-ID, wenn ich die so setzen würde. Nun, wenn ich mir das so anschaue, das sieht ja schon recht ähnlich aus, dann können jetzt der Erste sagen, ach, ich habe eine perfekte Lösung, gar kein Problem. Ich ersetze doch einfach jetzt den schönen Namen gegen die Telefonnummer. Tatsächlich, wäre so möglich, aber was habe ich davon tatsächlich? Ich habe am Ende meiner Übersicht hier einfach nur Telefonnummern stehen, kann die Telefone nicht mehr ordentlich benennen oder irgend sowas. Und das wäre mir ehrlich gesagt jetzt nicht so die ideale Lösung. Deshalb ganz einfach, wir lassen das mal hier so stehen, lassen die Caller-ID entsprechend auch so generieren, aber wir überschreiben die Caller-ID bei den zusätzlichen Parametern. Und das ist so wie früher, wie wir es auch früher schon gemacht hatten, das ist so ähnlich der Syntax wie das hier. Allerdings muss ich eben bei PJ-SIP noch die Adressierung dazu schreiben. Und zwar, es handelt sich nämlich um einen Endpoint dieser Extension und dort muss entsprechend das Ganze gesetzt werden. So, und so wird es dann hier entsprechend aussehen. Ob jetzt hier Alex steht oder nochmal eine Zahl steht, ist vollkommen egal. Das ist uns vollkommen wurscht, ja, weil das ja im Prinzip nur so gesendet wird an den Server und der Server erkennt hier raus nachher, um was es sich handelt. Das Ganze wird allerdings eben nicht, wie gehabt, in diesen From-Header gesendet, sondern es wird in der sogenannten Peer-Asserted Identity, in der behaupteten Identität, geschickt. Auch eine Erweiterung des Headers. Und das wird noch ein bisschen umgebaut, das Ganze. Also sprich, das ist dann sowas wie Add und dann kommt nochmal die Domain und ähnliches, was er daraus macht. Aber wichtig ist für uns, ich kann halt das hier so auf diese Art setzen und damit es entsprechend mit übergeben. Das ist der erste Schritt, der notwendig ist. Jede Extension, die ich also anlege, setze ich hier unten bei zusätzliche Attribute entsprechend den Endpoint und dann die Caller-ID. Und das ist die gewünschte ID, die ich gerne sehen möchte, wenn ich jemanden anrufe, was also er sehen soll als Telefonnummer. So rum. Okay, Schritt Nummer 1. Also Extension, hier unten erweitern, um Endpoint und die Caller-ID.
Jetzt haben wir noch Folgendes. Die Anlage selber weiß aber nicht, dass sie eben diesen zusätzlichen Header senden soll. Und jetzt machen wir es mal auf die ganz komplizierte Art und Weise. Und das ist natürlich die B-Lösung, wenn sich jemand antun möchte. Aber das wäre natürlich auch nicht so clever, weil wenn ich jetzt hier was drin ändere, in diesen ganzen Konfigurationsdateien, habe ich ja statische Änderungen vorgenommen und kann diese ganzen tollen Menüsachen, Oberfläche, was ja eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Sache hier ist, nicht mehr nutzen. Aber wir schauen mal rein. Während das eben bei Slipchan vorher einfach nur so ein bisschen was, eine kleine Liste war, ist das jetzt bei PGZip etwas komplizierter geworden. Wie gesagt, diese ganzen Adressierungen und Endpoints und ähnlichen Sachen sind dann alles aufgegliedert, ein bisschen aufwendiger. Und das macht es auch ein bisschen, wie gesagt, erstmal vielleicht ja, ungewöhnlich oder wie auch immer. Es geht hier um Folgendes, es geht um den SendPAI. Was jetzt hier bei meiner Extension drin ist, fehlt mir theoretisch hier in der im Hauptpunkt. Er steht jetzt hier drin, aber ich zeige euch gleich, warum der drin steht. In der Regel steht er halt hier nicht drin. Und jetzt könnte ich, wie gesagt, jetzt das Ganze ja sagen, ich kann jetzt ändern, ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte im eigenen Inhalt erweitern oder ich möchte im eigenen Inhalt ersetzen. Wenn ich jetzt ersetzen sage, kann ich also einfach hier unten das dazu schreiben. Aber das wäre, wie gesagt, so geändert. Ich kann dann keine Änderung in der Datei mehr vornehmen, über zumindest nicht mehr das Menü. Ich müsste dann alles im Detail machen, also ungünstig. Wir vergessen das Ganze wieder. Hier wäre es allerdings, ist jetzt toll für die Asterisk-User, die richtig sich alles antun mit der richtigen großen Anlage, die müssen das nämlich hier machen, aber egal. So, wir gehen zurück, wir haben also die Extension, jetzt gehen wir zum Telefonie-Provider, nämlich um den geht's, denn der muss es senden, das Ganze. Und hier ist es natürlich genauso einfach, ich gehe auf die erweiterten Einstellungen, ganz nach unten und habe hier die erweiterten Einstellungen und sage wieder der Endpoint Send PAI. Und deshalb habe ich das auch dort schon gesehen, ja, dass er diesen Send, diesen P-Asserted Identity, dass er den senden soll. Wenn ich das nämlich hier setze, dann trägt er das in diese Conf automatisch ein. Deshalb habe ich das also, wie gesagt, dort gesehen. Und das ist die Erweiterung. Und wenn diese beiden Sachen dastehen, also ich habe einmal hier bei dem Provider diese Kleinigkeit hier unten stehen und ich habe in der Extension bei meiner jeglichen Telefonnummer diese kleine Erweiterung mit der Caller-ID stehen in diesem Syntax, so wie er steht, dann versteht das unser Server perfekt und werten das entsprechend aus und setzen auch entsprechend dann den Absender und die Caller-ID, die ich hier haben möchte. Wenn sich noch jemand überlegt, warum PGZip so ein bisschen komplizierter ist und manches eben doch nicht geht und manches geht, der braucht sich nur mal so ein Stückchen sowas angucken. Das ist so eine Einführung von jemandem bei einer Asticon-Konferenz. Ich finde es so witzig, deshalb mache ich das mal ganz kurz hier. So der ist sehr... And there is a typo in it. Ja. Genau. I see there is something wrong with my slides. Ist nicht nur mit seinen Seiten was probably wrong, denke ich. They show up right here. Ja, gut. Also, der ganze Vortrag ist ungefähr so in dieser Qualität. So richtig kann er nicht klarstellen, was er so toll findet an seinem PGZip, aber wie auch immer, es ist nun mal da und das ist die Lösung für die Caller-ID. Viel Spaß damit. Mit der Miko, ganz einfach, wie man sieht.